Lisa und ich bin Max und wir arbeiten schon länger an einem gemeinsamen Projekt mit Techno-Musik und das Stück, was wir zeigen werden bei Made in Köln, kommt aus meiner Bachelor-Recherche und was wir machen, wir haben versucht, zwei gleichwertige Sets zu kreieren. Max einmal mit Musik und ich mit Bewegung. Ja. Wir sind total froh, das Stück, das wir eigentlich für ihre Bachelorarbeit gemacht haben, jetzt nochmal im Rahmen von Made in Köln hier im Zeig zeigen zu können und weiterentwickeln zu können. Und was sind genau die Inhalte des eures Techno-Parts, sag ich mal? Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich gehen wir natürlich von Techno aus, aber wir erlauben uns in dem Stück sowohl tänzerisch als auch musikalisch Sachen, die man in einem regulären Techno-Kontext nicht machen könnte. Wir versuchen der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Genau, und eigentlich spielen wir viel mit irgendwie den Assoziationen, die mit dem Thema zusammenhängen, aber wir versuchen weder eine Clubnacht nachzuinszenieren oder sonst was, sondern es interessiert uns, welcher Dialog eigentlich zwischen uns entstanden ist, dadurch, dass wir nur von irgendwie dem Aufbau eines elektronischen Musikstücks ausgegangen sind und eben so beide zu beim Material gekommen sind. Also tänzerisch habe ich ein Set, was irgendwie modular ist, also wir können das auch umstellen und er legt live auf und ich tanze live und wir müssen aufeinander achten. Es ist oft so, dass nicht unbedingt die Musik den Tanz vorwegnimmt, sondern auch andersrum. Und genau, dadurch ist eine sehr interessante Kommunikation, die entstanden ist, die nicht unbedingt auf der menschlichen Kommunikation basiert, sondern eben durch das Medium entstanden ist. Gut, vielen Dank. Und ja, dann sind wir gespannt auf den großen Tag. Dankeschön. Dankeschön.